Lange Zeit haben wir darauf hingearbeitet. Man könnte sagen, wir haben das Konzept lange Zeit am Köcheln lassen. Schmoren lassen. Ja, und jetzt geht's endlich los mit der ersten Folge von unserer Kochshow, mit der ersten Folge von Zucker und Salz. Yes! Und das muss man natürlich feiern. Deshalb haben wir heute ein paar Leute eingeladen. Freunde, Familie, Kollegen von GameStar GamePro. Und mussten dafür hier natürlich erstmal ein bisschen umräumen. Und wie das aussieht, zeigen wir euch jetzt. So. Maxi, machst du mal gerade nochmal vor. Oben drüber? Ja. Unten runter? Ja. Dann einklemmen? Ja. An den vier Füßen? Ja. So. So. Und jetzt? Ah, ne, hinten. Ja, hau doch. So, und jetzt kommt noch viele Zwirbel. Tischreden. Nein, nicht Tischreden, nur die Becken. Schau, damit sie so aufkommen. So, jetzt hört es super aus. Bis die Gäste kommen, ist noch ein bisschen Zeit. Ein Gast ist schon da, der schnibbelt ja schon im Hintergrund fleißig rum. Das ist der André. André ist aber nicht zum Feiern da. Nein, der André wird uns beim Kochen so ein bisschen unter die Arme greifen. Denn es gibt ja ganz viele verschiedene Herangehensweisen an so eine Kochshow. Also man kann sagen, man kocht richtig coolen Scheiß und die Leute kochen das danach. Das wird bei uns ein bisschen schwierig. Der coole Scheiß ist da. Ja, ja. Da kommen wir gleich dazu. Es gibt die Möglichkeit, gesund zu kochen. Es gibt die Möglichkeit, irgendwie besonders günstig einzukaufen und daraus zu kochen. Wir werden versuchen, von allem so ein bisschen was abzudecken. Aber in erster Linie geht es darum, zu zeigen, dass Kochen zusammen echt Bock macht. Aber damit, jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, der coole Scheiß ist da. Also damit wir zum Schluss was auf dem Teller haben, das dann trotzdem irgendwie geil schmeckt und gut aussieht, haben wir uns den André geholt. Du bist kein Experte, kein Profi, sondern ein engagierter Laie, kann man das so sagen? Genau, ich bin engagierter Laie. Also ich bin kein Koch, aber ich koche gerne. Und dementsprechend werden wir mal versuchen, irgendwas Essbares hinzukriegen, die 30 Leute heute Abend nicht zu vergiften. Und ich habe mir gedacht, Party, da muss man auch Party-Fraß haben. Das heißt, heute machen wir zum einen, streng genommen machen wir Laffa und Shawarma. Das wird irgendwie erstmal klar. Wer kennt es nicht? Kennt jeder. Keine Party ohne Laffa und Shawarma. Ja, genau. Kann man aber auch simpler ausdrücken. Im Prinzip kann man sagen, es gibt Döner mit allem und scharf. Now you're talking. Ja. Genau. So, Döner mit allem und scharf. Und für die Vegetarier gibt es auch noch Falafel. Die Falafel, die habe ich mir erlaubt, vorher schon mal zu Hause zu machen, weil, wie gesagt, wir müssen ja auch irgendwie fertig werden heute, können nicht alles im Detail zeigen. Ich habe es aber gefilmt. Wer will, kann sich das hinterher noch als Bonusvideo anschauen. Ich habe es mal mitgebracht. Die Falafel, die sehen dann nachher, also so sehen die nicht nachher aus, aber so sieht der Teig aus. Das ist jetzt aber erst ein Falafel und eine Haufen Brei. Das ist ein Falafelkügelchen und die werden nachher frittiert in unserer geilen Gastro-Royal-Catering. Yes. Die ist neu. Ja. Riecht auch noch gar nicht, aber da freue ich mich schon drauf. Da werden wir mit Sicherheit in einer späteren Folge auch nochmal Pommes machen. Genau. So, Döner und Falafel brauchen natürlich Brot. Auch das machen wir selber. Hier haben wir schon mal den Teig für das Brot. Auch den habe ich mir erlaubt, schon vorher zu machen. Aber damit ihr auch wisst, wie das geht, nächste Woche werden wir uns dem Thema Hefeteig nochmal etwas näher widmen. Okay, cool. Weil da gibt es Pizza und da passt das dann super rein. Aber wir fangen, würde ich sagen, jetzt dann mal an mit dem, was wir tatsächlich hier machen und nicht schon vorbereitet haben. Nämlich das Fleisch. Sehr gut. Fleisch. Und ich habe mir gedacht, wir fangen mal, ne? Wir müssen ja den Schwierigkeitsgrad auch so ein bisschen an eure Skills anpassen und so. Ich nehme mal ein bisschen die Kräuter und zubbel mal weiter. Ihr das hätte ich auch euch jetzt einfach hier mal so ein Hähnchenschenkel. Und dann macht ihr mal einen Knochen raus, ne? Komm raus! Ich habe ein Messer! Ja, weiß ich so genau. Geht das jetzt? Okay. Jetzt stell doch nicht gleich schon am Anfang so dämlich. Mach halt einfach mal Knochen raus. Also, normalerweise nage ich das halt ab. Ja, mach doch. Gut, also da ist er. Ich schneide jetzt einfach mal. Das sind übrigens sehr geile Messer, wenn ich das mal sagen darf. Das geht nicht. Die kosten bestimmt irres Geld, so richtige Messer, oder? Ich bin ja ein großer Freund von Messern und ich habe eigentlich Fabian? Ja, ich finde Messer total. Ja, doch. Erzähl mal. Hättest du nicht gedacht. Ich habe immer schon Messer gesammelt, als ich klein war und noch keine Schusswaffen illegal besitzen durfte. Ja. Ich glaube, ich habe den Knochen zerschnitten.
Die Messer sind ganz scharf. Du hast Messer gesammelt, als du noch klein warst. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe auch schon die ersten Messer für meine Jungs. Wenn die erstmal groß genug sind, dann dürfen die auch gleich mit sowas loslegen. Mhm. Und habe mir aber erst ein Kochmesser, habe ich mir erst vor 2 Jahren mal gekauft. Ich weiß nicht, man kann ihn schon sehen. Man kann ihn schon sehen. Es schaut schon raus. Ja, das sieht. Ich habe neulich ein Foto von einem Bärenangriff gesehen. Das sah dann nachher genauso aus. Zugegeben, das war jetzt natürlich jetzt auch nicht so gerade der. Das war eine fiese Nummer jetzt. Der Billo-Task, mit dem man anfängt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann mal zeigen, wie ich das machen würde. Ich muss gleich vorweg schicken, ich entschuldige mich bei allen Metzgern und allen Fachleuten, die das wirklich können, ich kann das auch nicht. Aber ich mache das ungefähr so. Also einmal hier so rein. Ne? Ihr müsst ja den Knochen schon freilegen. Ne? Das heißt. Gucken, so ins Gelenk rein, oder wie? An dem Knochen natürlich lang, ne? Aber dass du das halt eben hier so schön mitnimmst. Und dann ist der Gag, dass man halt wirklich hier so am Knochen... Ach, da schau her, ey. Sozusagen hier am Knochen lang schneiden. So. Ne? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Und dann kann man sich das hier sozusagen, seht ihr? Dann geht das halt so und dann kann man das ganze Fleisch so nach und nach wegnehmen. Also aber wie gesagt, beim Film kann man ja zum Glück auch einen Zeitraffer machen. Das werden wir gleich natürlich machen, in der Zeit, wo wir den Rest vorbereiten. Für euch da draußen, warum machen wir den ganzen Mist? Weil das Hähnchenschenkelfleisch mit Abstand das coolste ist, was man für einen Heimgebrauch dafür hernehmen kann. Weil es hat den richtigen Fettanteil, ist nicht so teuer und es ist halt einfach geiles Fleisch. Man kann natürlich auch irgendwas anderes nehmen, wenn man da jetzt nicht unbedingt so einen Knochen rausfriemeln will. Man kann beispielsweise so ausgelöste Lammschulter nehmen, wo ein bisschen Fett dran ist. Man kann auch irgendwas vom Kalb nehmen, vom Rind. Wichtig ist einfach nur... Wir was mit Knochen dann, sag mal? Weißt, wie ich gerade gesagt habe, das geilste Fleisch dafür ist. Und wir nehmen natürlich nur vom geilsten. Aber ich habe jetzt hier schon, kommt die Haut da mit? Weil das sieht jetzt nicht so aus, als könnte man das essen. Also ich würde es nicht essen wollen. Doch, kann man natürlich essen, wie bei einem Grillhähnchen. Da würdest du es so wahrscheinlich auch essen. Nee, da würde ich es auch nicht essen. Das gebe ich dann meiner Frau. Oder wahrscheinlich der Einzige auf dem Planeten, der die Haut beim Grillhähnchen nicht geil findet. Haut ist doch der Hammer. Ich eben sagen wollte, wie gesagt, wer sich das nicht geben will, kann anderes Fleisch nehmen. Das ist aber jetzt halt natürlich das Coolste. Und wir zeigen euch jetzt dann mal, wie das aussieht, wenn man es denn dann fertig gepökelt hat. Ich finde, wir haben es nicht so schlecht gemacht. Ja, finde ich auch. Absolut. Hab das auch zum ersten Mal so gemacht. Also das ist jetzt das Fleisch von 3 Beinchen, ne? 4, genau. 4. Das ist das Fleisch von 4 Beinchen, so sieht es dann aus. Ganz wichtig, die Knochen, die ihr jetzt übrig habt, auf gar keinen Fall wegschmeißen. Weil das ist ja noch richtig geiles Fleisch. In einen Topf, in ein bisschen Olivenöl einfach anrösten, Wasser drauf kippen, 4 Stunden einköcheln lassen und ihr habt halt einen geilen Hühnerfond. Damit kann man Risotto machen oder sonst irgendwas. Oder man kann dann den Fond auch gerne noch weiter zusammenkochen, bis er nur noch ganz wenig ist. Und dann gibt es so eine richtig geile, harte Soße. Das hier sind beispielsweise die Überreste von meinem letzten Brathähnchen zu Hause. Und die werden jetzt die anderen haben halt so einen kleinen Ding für das ist total zusammengekocht. Das ist so meine Grater Chicken Potion. Und die ist auch die Geheimwaffe für die Marinade jetzt, weil wir müssen ja jetzt das Fleisch marinieren für den Döner. Verstehe. Das heißt, das ganze Fleisch kommt in einen Topf. Dann packen wir da ein bisschen Olivenöl drauf. Ruhig großzügig Olivenöl. Ein bisschen. Dann packen wir da, haben wir irgendwo einen Löffel? Man kann ja an dieser Stelle auch vielleicht schon mal sagen, André, also so marinieren generell, das gilt ja dann auch für so Grillfleisch, oder? Ich meine, die nächste Grillsaison kommt bestimmt. Und absolut. Dieses abgepackte Zeug, das ist ja nicht so geil. Nö, also marinieren da gut aufpassen. Genau, marinieren ist auch relativ simpel. Also man muss halt nur, man packt irgendein Öl, man packt irgendwelche geilen Gewürze zusammen und so. Salz nicht unbedingt an eine Marinade machen, weil Salz zieht Flüssigkeit raus. Und gerade wenn du irgendwas länger marinierst, willst du das nicht. Also Salz gehört eigentlich nicht rein. So, jetzt nehmen wir ein bisschen was von dem schönen kalten... Der gute Hühnerkleber. Von dem schönen kalten Hühnerglibber. Ne? Das, super, das sieht doch schon super aus. Ne? Das ist auch so ein bisschen gemein. Du nimmst das Fleisch von dem Huhn und reibst es noch mit den ausgekochten Knorren ein. Ja. So sieht's aus. Nur vom Feinsten hier. Die Leute haben jetzt schon keine Lust mehr, sich das anzuschauen, glaube ich. Shawarma. Anyway, ich habe mir es einfach gemacht. Ich habe diesmal in irgendeinem Asialaden bei mir um die Ecke tatsächlich richtiges Shawarma-Gewürz gekauft. Steht auch Döner Baharati drauf. Im Prinzip könnt ihr jedes orientalische Gewürz nehmen. Hier sind jetzt beispielsweise drin Piment, ganz wichtig, schwarzer Pfeffer, Zimt, Nelke, Ingwer, Muskatnuss, Kardamom. Ihr könnt auch so Sachen nehmen wie Garam Masala, das ist so eine indische Gewürzmischung. Ihr könnt nehmen Baharat, das ist auch eine arabische Gewürzmischung. Ras Al Hanout, die gibt es alle im Supermarkt zu kaufen. Ras Al Ghul, genau. Der kommt auch noch mit rein. Das ist das Piment. Genau, das Piment ist auch bekannt als Lebkuchengewürz. Genau. Und genau so riecht es hier gerade. Es ist ein bisschen absurd, das jetzt mit Hühnerfleisch zu kombinieren. Davon nehmen wir ein bisschen das da rein.
Dann nehmen wir ein bisschen, in dem Fall tatsächlich ein bisschen Garam Masala. Natürlich. Weil das ist einfach geil. Und wir nehmen noch ein wenig richtig cooles Currypulver. Ich würde sagen, wir schreiben auch den ganzen Quatsch in die Videobeschreibung. Unbedingt, rein. Genau. Unbedingt. Weil ihr habt ja schon gemerkt, wir sagen nicht irgendwie 100 Gramm davon und 20 Gramm davon, sondern ihr seht ja auch, wie André das macht. Bam, bam, bam. Das muss irgendwie nett aussehen. Genau. Schon irgendwie gehen. So, das muss irgendwie nett aussehen. Und jetzt muss man da einfach mutig sein und einfach mal rein hier. Ne? So. Das ist was, das mache ich übrigens gar nicht so gerne. So rohes Fleisch. Machst du das nicht so gerne? Nicht so gerne, ne? Holzlöffel nicht, rohes Fleisch nicht. Ja. So. Also, so. Also es riecht super. Es sieht nicht so appetitlich aus. Nee, genau. Es sieht nicht so appetitlich aus. So. Aber es sieht jetzt auch nicht viel anders aus als dieses zugeschweißte Fleisch, das man halt so im Supermarkt kriegt. Nee, und vor allem, du weißt genau, was jetzt da drin ist. Ne? Du hast es ja wenigstens selber gemacht. Ich hab's vergessen, aber es war auf jeden Fall Fleisch und Gewürze. Das muss auf jeden Fall jetzt mindestens 5 Stunden in den Kühlschrank. Ihr könnt übrigens alles das bis zum Grillen nachher auch einen Tag vorher machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das muss jetzt, wie gesagt, mindestens 5 Stunden in den Kühlschrank. Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Wenn das dann durchmariniert ist, so ungefähr sieht das Fleisch dann aus, wenn es halt über Nacht richtig geil mariniert ist. Ne? Schön fett durchgezogen und das kommt dann so bei 180 Grad Ober-Unterhitze erstmal flockig eine Stunde in den Ofen. Gut, 5 Stunden. Aber wir sind immer noch beim Döner. Es irritiert mich, dass es erstmal gebacken wird, das Fleisch. Aber genau, weil das ist ja Hühnerschenkel, der braucht ja ein bisschen länger zum Garen als so eine Brust. Und der ist aber auch schon eben, der hat das richtige schöne Fett, das trägt ja auch Geschmack und so. Ne? Und das wird jetzt sozusagen fertig gebacken, auch das kann man einen Tag vorher machen. Und dann, bevor man ihn isst, das zeigen wir nachher, wird er dann nochmal in Scheiben geschnitten und dann schön gebraten. Dann ist er warm, cool. Kommt da rein, alles cool. So, ich habe das natürlich vorbereitet. Natürlich. Das Ganze sieht nämlich dann, wenn man es denn gebacken hat, dann so aus. Also von hier nach da, guck mal. Von da über diesen kleinen, über den Glibber, Umweg. Genau. Ja. So, ich wasche mir ganz kurz die Finger und dann zeige ich euch noch ganz kurz, wie das aussieht. Wenn man für mich sieht es immer noch nicht so richtig nach Döner aus. Aber genau, wartet. Lass mich da überraschen. Es riecht auf jeden Fall schon mal. Genau. Ihr werdet das nachher natürlich noch mal sehen, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein Stück nehme, ne, und dann würde ich das einfach hier so... Ach da, so, hey, jetzt sind wir ganz nah am Döner dran. Jetzt. So, ne, jetzt wird das halt mal ein bisschen hier so in Scheiben geschnitten. So, und das machen wir dann nachher mit allem, was wir so vorbereitet haben. Ne? Und das kommt dann jetzt nachher noch mal ganz kurz in die Pfanne, wird heiß schön gebraten und dann kommt es mit allem. Ne? Das ist mit dem aufgerollten Spieß, ja. Also wir bräuchten dann ja, also für so einen Spieß bräuchten wir so ein, weiß ich nicht, bräuchten wir so ein Vieh in Siegesmundgröße oder sowas. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, wo wir das herkriegen sollen. Schaut's aus? Stellst du dich zur Verfügung? Ja, klar. Ich habe auch ein Schwert, da kann man das dann alles drauf tun. Ja, okay. So, den kriegen wir aber nicht mehr rechtzeitig mariniert. Darf man das schon kosten? Klar, hau rein. Das ist halt jetzt, Es ist kalt schon gut. Ja, das ist geil. So. Hat halt sehr viel von diesem Piment, also echt wirklich ein bisschen weihnachtlich. Aber es kommt ja, wie gesagt, es kommt ja nachher noch Soße und Gemüse und so weiter. Mhm. Und talking about Soße, logisch, kein Döner ohne Sauce. Ne? Richtig. Und die machen wir jetzt. Tipp. Aber erstmal müssen wir das hier aufräumen. Ja. Alles klar. So, ich bin immer ganz charmant mit solchen Katzen, solchen Sendungen, weil man sieht natürlich nicht, wie lange wir jetzt aufgeräumt haben. Es waren jetzt 2 Stunden, weil wir alle 3 Schlamper sind. Ja? Normalerweise kann man ja Zeit in der Küche so schön nutzen, wenn man irgendwas macht, kann man nebenher schon was wegräumen. Wir kümmern uns jetzt aber um die Soße, denn Fleisch ist ja am Start. Fabian hat schon wieder Bock zu schnibbeln. Ja. Kriegt er denn jetzt mal was zu schnibbeln? Jawohl. Gib dem doch mal was. Jawohl, wir machen nämlich jetzt die geile geheime Soße für unseren Döner. Heißt die offiziell so, geile geheime Soße? Eigentlich heißt die geile geheime André-Soße. Ach so, aber das ist die André-Soße. Ja, aber Willi hat immer gesagt, wir sollen kürzer und straffer. Also habe ich mir gedacht, aber das hast du jetzt versaut. Kurzer Stefan, anyway, wir nehmen ein bisschen Koriander. Wir brauchen ein bisschen geilen, frischen Koriander für die Soße. Den schmeiße ich mal dem Fabian rüber. Koriander ist ja so ein Ding, das mag nicht jeder, ne? Das ist so. Mhm. Ich finde Koriander das geilste Kraut, wo gibt auf dem Planeten. Aber das muss bei Kräutern nicht jeder sind. So sehen. Was ist denn das? Das sieht aus wie Buchsbaum. Ich habe keine Ahnung, das hat Maxi gekauft. Buchsbaum. Das ist Buchsbaum. Ja. Ich glaube, Maxi hat gedacht, man könnte es essen, aber ich wollte gerade sagen, weil das ist eine Zierpflanze, die hier, glaube ich, überhaupt nicht hingehört. Ja, aber lass es stehen, sieht gut aus. Nee, wir haben ja hier noch Schnittlauch. Der ist zwar ein bisschen... Aber der sieht aber traurig aus. Na, der ist super, der Schnittlauch. Der kommt jetzt hier hin. Ja, der ist top. Den brauchen wir aber übrigens nicht für die Soße. Egal, der sieht geil aus. So, sehr gut. Also. Du hackst jetzt mal bitte diesen Koriander schön fein. Jawohl, Koriander schön fein hacken. Ich mache das gleiche hier mit der Petersilie. So.
keine Ahnung, was ich tue, aber ich finde, das sieht gut aus. Das heißt, das sind jetzt schon mal viele Kräuter, wichtiger Bestandteil einer Soße, aber da kommt noch mehr rein wahrscheinlich. Jawohl. Also, die Soße, die wir machen, ist joghurtbasiert, ist also auch gar nicht so... Also, wie man es auch kennt, so vom Döner. So machst du ganz gut, Angeber. Ja, echt. Das ist meine Kettensäge. Fabian kann das nur nicht ertragen, dass er mal nicht der geilste am Messer ist. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich den Fabian am Messer sehe. Aber er ist trotzdem geil am Messer. Auf jeden Fall ist er geil am Messer. Denn ich mag den. So, holst du mal den Joghurt bitte aus dem Kühlschrank? Ja. Joghurt-Cam, sauber Willy. Also mittlerweile wird es wirklich ein olfaktorischer Genuss hier. Koriander von da, Weihnachtsbäckerei von hinten. Großartig. Jawohl. So. Jetzt brauchen wir irgendeine Schüssel. Aha. Schüssel. Kräuter rein. Darf ich das schon reinkippen? Hau rein. Jawohl. Da kann man nix. So, dann hole ich mal Ich gebe dir einen Löffel. Ja, sei so lieb. Das ist ja tatsächlich schon alles einigermaßen gut organisiert hier bei uns. Das ist. Nicht immer so sein, glaube ich. Nee, aber das muss man echt mal sagen. Das hat echt gut geklappt. Also, ich mag unsere Küche hier. Richtig geile Küche habt ihr gebaut, muss ich mal sagen. Echt. Ja. Sieht aus, als hättet ihr die von vornherein so gewollt. Jawohl. So, das jetzt schon wieder heiß, Altix. Also, wir haben sie auch gewollt. Es ist nur ein Wunder, dass wir sie tatsächlich bekommen haben. Ja. So, bitteschön. Joghurt ist drin. Top. Fabian kann jetzt den. Echt das so? Ja, klar, das macht alles. Ah, aus. Das ist ja wie wenn sich Nino rasiert, sieht es nachher genauso aus. Wo, was? Nicht so grün. Ja, guck mal, wie fein. Guck mal, wie fein. So, kurz Hände waschen. Bin he. Jetzt riecht es ein bisschen nach Zahncreme. Das sieht aber schon sehr soßig aus jetzt. Ja. Das könnte was mit dem Joghurt zu tun haben. Ja. So, jetzt die wichtigste coole Zutat ist. Ach Quatsch! Paprikamark. Das ist Paprikamark. Paprikamark, total geile Sache. Ist so ein bisschen süßlich-würzig. Sollte es eigentlich mittlerweile in guten, großen Supermärkten geben. Wenn nicht, kann man durchaus auch entweder Tomatenmark nehmen, aber das riecht halt. Riech mal daran, das riecht halt auch echt geil paprikawürzig. Ja. Man kann auch so, was man auch machen kann, ist, man kann so eingelegte Paprika nehmen im Glas. Die gibt es nur wirklich in jedem Supermarkt und kann sie pürieren. Mhm. Oder so. Das kann man also auch machen. Aber wie gesagt, wenn ihr Paprikamark findet, wäre am allercoolsten. Wer Paprikamark, der kauft das Zeug. So sieht's aus. So, und dann für die Schärfe. Und da, das ist wirklich nach Geschmack, je nachdem, wie scharf man es haben will. Und da zoomt der Willy direkt auf. Natürlich. Genau. Ja, nehmen wir Harissa. Harissa ist so eine arabische, scharfe Chili-Paste. Ich wollte dir schon beim Löffelsuchen helfen, aber ich fail. Ah! So, Harissa. Ich habe extra vermieden, irgendwelche Marken. Aber egal. Wir sind ja nicht im Fernsehen, wir sind ja nicht auf YouTube. Eben. So, nehmen wir jetzt erstmal hier so ein kleines Löffelchen. Das ist Chili-basiert, oder? Das ist reine Chili-Paste. Ja. Das ist, also ich glaube, ein bisschen Paprika ist normalerweise auch irgendwie in Harissa drin. Das heißt, da ist jetzt aber nur so viel drin, dass es für jeden noch erträglich ist. Also es ist jetzt nicht turboscharf. Genau. Wir wollen es ja nicht turboscharf haben. So. Genau, das kann man wirklich nach Geschmack machen. Man kann es auch komplett weglassen. Also es ist nicht essentiell für die Soße. Bisschen Kreuzkümmel. Kreuzkümmel mag ich gern. Finde ich auch unglaublich geil. Kreuzkümmel, kann man auch alles nach Geschmack machen. Und damit ein bisschen Knoblauch, aber weil das hier nicht gekocht wird, sondern die wird ja kalt gerührt, die Soße, extrem vorsichtig mit dem Knoblauch sein, weil der zieht halt wirklich echt durch. Ja? Also ich sag jetzt mal, wenn man hier so ein bisschen... Ne, so Knoblauch geht immer. Natürlich geht Knoblauch immer, aber ich warne euch, der zieht bei so einer kalten Soße echt ganz gut durch. Das reicht vollkommen. War das jetzt auch die clevere Idee für eine Party, so Knoblauchdöner zu machen? Ja, wenn das alle essen, klar. Ja, dann wird's, ey, ganz ehrlich, außerdem, wenn dann die Bullen kommen, sind die sofort wieder raus. Ja, oh, was ist denn hier los? Und außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, so ist das halt immer, finde ich, wenn man sich Mühe gibt und mit Mühe selber kocht ist, wer hier ankommt, kommt und sagt, ich mag aber keinen Knoblauch, ich mag aber das nicht und so, der soll halt den Mund halten und nach Hause gehen. Ja, eben, da kann sie mal schön. Ja, genau, der soll halt dann am Mund halten. Genau. Ja, wenn der Fleisch ist, der kann auch nach Hause gehen. Ja, eben. Ja, der kann ja Falafel essen. Verdammte Kacke, jetzt pfeffer mal die Soße hier. So. Brauchst du noch was eigentlich? Ja, Zucker. Zucker? Ja. Ich habe den feinsten Backzucker, ist der cool oder? Ich habe ihn schon gerade reingetan in die Soße. Ach, der ist schon drin? Ja, also. Den hatte ich mir vorher ganz kochshowmäßig hier geil in diese Schüssel. Alles klar. Wo hast denn du jetzt... Hast du den großen Löffel schon wieder weggeräumt? Welchen großen Löffel? Den du eben für den Joghurt benutzt hast? Den habe ich direkt wieder weggeräumt. Das war bei den so ist er. Nino, halt. Nino ist genau wie meine Frau. Der putzt hinter mir her, während ich die Sachen noch benutze. Ja. Das macht mich wahnsinnig. Hier ist dein Löffel, André. Ja, das macht mich ein bisschen neidisch. Was meinst du? Sehr gut. Immer noch sehr gut. Und so langsam sieht es tatsächlich auch so aus, wie das, was man in der Dönerbude kriegt. Genau, so. So, jetzt lassen wir mal kosten hier. Und lass vor allem mal gucken.
So, und ideal, schau mal rein, das ist jetzt halt wirklich so eine geile Kräutersoße und auch die, man kann sie theoretisch sofort essen, das ist überhaupt gar kein Problem. Man muss aber allerdings aufpassen, dass man nicht den falschen Löffel genau. Den kannst du das natürlich auch zum ärgerlich. Probieren nehmen. Aber, boah, geil. Das ist richtig geil. Hast du direkt so rein oder was? Ja. Mache ich jetzt aber nur einmal mit diesem Finger. Und ja, das, willst du mal kurz die Double-Dipper-Regel erklären? Das habe ich nämlich gestern wirklich drüber aufgeregt. Man darf nämlich immer nur, wenn man Sachen in Soßen rein dippt, darf man das natürlich mit dem Stück Brot immer nur einmal machen. Ja. Das ist in Amerika auch eine, wird mit der Todesstrafe geahndet. Zu Recht. Wenn man zweimal da rein dippt, dann wird man als Double-Dipper bezeichnet. Kennst du auch ein alter Seinfeld-Fan, wo George Double-Dippt? Nee. Und dann irgendwie aus der. Nee, und dann nimmt er auch noch was aus dem Mülleimer, wo, aus dem Schokoriegel, wo einer nur einmal runtergebissen hat. Verstehe. Ultra witzig. Man kann das natürlich auch immer so machen, dass man sagt, man lässt immer einen Löffel in so einer Schüssel drin. Runtergebissen, ja. Man lässt immer einen Löffel in so einer Schüssel drin und jeder hat seinen eigenen Löffel und man gibt das immer auf seinen Löffel rauf. Mhm. Ich will auch einen eigenen Löffel haben. Mhm. Schau rein. Und es geht dann eine halbe Stunde, dann ist die Soße weg. Das reicht natürlich nicht für 30 Leute, wie ihr euch vorstellen könnt. Reicht eigentlich nur für mich. Jetzt lass mich mal raten. Sag, du hast was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Siehst du, deshalb ist er Chef. Ja. Und dann sieht das so aus, wenn das dann auch einen Tag sozusagen. Das ist ja tatsächlich auch genauso geworden wie das da. Also, auch wenn was zu beweisen hat. Du meinst, damit wir beweisen können, dass wir das nicht mal eben irgendwo im Großmarkt eingekauft haben und jetzt irgendwie nur so tun, als hätten wir hier selber gekocht. Ne? Nein, die ist tatsächlich einen Tag gezogen jetzt. Wird auf jeden Fall dann auch nochmal geiler dadurch. So, damit haben wir jetzt also die Soße. So, wir haben also unser Fleisch, wir haben unsere Soße. Wir müssen nachher noch die Brote machen. Nee, lass das mal lieber getrennt. Was wir natürlich noch brauchen für Döner mit allem. Salat, Gürkchen, ganz genau. Tomate. Das brauchen wir alles. Das liegt alles da hinten. Wir haben ein bisschen Radicchio. Wir haben Eisbergsalat, wir haben Salatgurken, wir haben Tomaten, wir haben Zwiebeln. Dann schmeiß mal rüber das Gemüse. Und ich würde sagen, Radicchio kannst du nehmen, den mache ich nämlich nicht. Ich mache jetzt mal mein verdientes Päuschen, außerdem muss ich mich um die Brote kümmern. Und in der Zeit könnt ihr dieses ganze Zeug bitte in kleine, handliche, mundgerechte Schnipsel verarbeiten, mit denen wir dann nachher die Leute füttern können. Du bist bestimmt Christine, Maxi, hier, habt ihr ja was zu tun gerade? Ja. Nee? Okay. Ja, das hätte ich gerne. Das finde ich, find ich nämlich geil. Einmal Eisbergsalat. Das Gurke. Muss man mal sauber machen, oder? Ja, klar. Also, ich würde immer die oberen Blätter abnehmen und so. Den Rest ist der dann. Ist der also, komm, ich meine, also, ihr habt mich hier zum Kochen helfen geholt, aber jetzt könnt ihr nicht erzählen, dass ihr nicht wisst, wie man Salat klein schneidet. So, ja, das kommt halt durch weg. Und zack. Und siehst dann, und dann wird und auch gewaschen habt ihr den vermutlich schon mal irgendwann. Natürlich. Ja, ich würde ihn nach dem Schneiden waschen. Dann mach das doch so. Also, in so einem Sieb. Wir haben sogar, ich habe das doch irgendwo mitgebracht. Warte mal, wir haben hier sogar so einen geilen. Ich finde, das machen wir super. Es darf ja auch nicht zu kleinteilig sein, weil man muss das ja später noch ins Brötchen. Das muss ja so streifig. Ins Brötchen. Jawohl. Sein. André, ich schmeiß hier mit Sachen. Schau mal, wir haben hier sogar so eine geile Salatschleuder. Ist doch. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht alles. Das heißt, machst du das so oder machst du das so? Ach, ich mach das so nach Gefühl irgendwie. Ich glaube, ich kipp die da jetzt doch einfach rein. Aha. Kenn ich nix. Wir machen dann aber später nachher wieder so, als wäre seine Idee gewesen. Das glaube ich nämlich auch. Wir machen dann alle Zutaten in so ein separates Schälchen, oder? Genau. Also wir bauen hier quasi nachher hier die Dönerstation. Den High Five Kebab Grill hier. Tipptopp. Das war so ein bisschen der Plan. So, rein da. Und dann tue ich das hier mal wieder in den Kühlschrank, ne? Und dann lasse ich euch hier mal machen. Alles klar. Tschüss, ne? Tschüss, ne? Bis später. Meisterlich alles klein gehackt wie die Profis. Das heißt, wir haben erstmal so die Grundlage schon mal für den Döner geschaffen, aber jetzt wollten wir natürlich auch noch was Vegetarisches machen und das ist hier Gump. Oder ist es Gnampf? Ich bin mir nie so sicher. Es ist Falafel. Wir sprechen uns hinterher nochmal. Genau, das sind Falafel. Also ich hoffe, dass es Falafel werden. Falafel ist im Prinzip pürierte Kichererbsen mit ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, Kräutern und so weiter. Gewürzen, viel Kreuzkümmel. Kreuzkümmel, essentielles Gewürz. Super, Falafel. Mach ich gerne. Ich habe mich bemüht, die mal vorzubereiten und habe hier schon mal so zwei Bällchen gerollt. So werden die nachher frittiert. Zwei Dinge dazu. Erstmal brauchen wir jetzt wieder Nino. Nino holt nämlich gerade das Öl. Weil in unsere Fritteuse. Der Ölmann. Sehr schön. Muss nämlich Öl. Ex.
Eggs. Und jetzt wird es ganz interessant, weil ich muss zu meiner Schande eingestehen, ich habe das schon mehrfach versucht, Falafel zu machen. Ja. Und es ist mir noch nie gelungen. Bisher sind sie immer im Öl auseinander. Also es war eher Falafel als Falafel. Schön. Wo wir wieder in unserem Bilde sind. Ja, ja, wir sind, also, darf ich das nochmal an dieser Stelle betonen? Ja. Keiner von uns ist Koch, wenn ich das nochmal so sagen darf. Doch, ne? Da hinten der, aber der traut sich nicht ran. Ja, bleiben Sie ruhig sitzen. Ja. Aber wir haben Spaß beim Deletieren. So, wir werden das trotzdem probieren. Und zwar müssten wir jetzt, also zur Not muss man nachher gucken, ob man noch ein bisschen Mehl reintut oder sonst was. Genau. Man nimmt sich jetzt einfach hier so eine Handvoll von dem Brösel und wenn man den so zusammenpresst, so richtig fest, dann gibt es A, ein witziges Geräusch. Dann gibt es irgendwie das auch. Und es gibt halt so Bällchen. Ne? Und zwischendurch muss man die Hand mal ein bisschen nass machen, sonst bleibt da zu viel kleben. So torwartmäßig so reinrotzen oder was? Nee, das machen wir ein bisschen nicht. Ja. Die sind relativ lose dann noch. Ne? Also ich hätte gedacht, das ist irgendwie. Das ist genau mein Problem. Also sagen wir es mal so, ich habe diesmal, also ich habe es mal mit gegarten probiert, weil die dann nämlich besser zusammenpappen. Aber eben gerade diese Pampe ist dann in der Fritteuse sozusagen auseinandergeflossen. Ein bisschen und ich glaube, gerade dieses Krümelige könnte jetzt dazu führen, dass die auch zusammenhalten. Wir probieren das jetzt aber einfach mal aus. Ich krieg noch nicht mal ein Bällchen. Ich weiß nicht, ob das Öl schon heiß genug ist. Ein Bällchen oder zwei Bällchen? Keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Also nachher kommen ja noch meine Kids, die freuen sich da. Die matschen da drin rum und machen dann... Ja, wir brauchen ja auch gleich auf jeden Fall noch Assistenten, weil die ganze Pampe... Das ist aber ein geiles Bällchen geworden, das tue ich nicht, ne? Ja. Okay, alles klar. Ich habe keinen blassen Schimmer, wieso? Weil die heiß genug ist. Das ist von dir wahrscheinlich, oder? Nein, wahrscheinlich, wenn das ist das Schöne. Wenn das orangene Lämpchen aus ist, kann man das nicht? Nee, das kann man nicht. Dann müssen wir einfach noch ein paar, rollen. Bei Fabian klappt das schon super. Ja, danke. Wie machst du das so ballig? Also erstens werden meine immer zu groß, der erste ist noch größer, aber ich arbeite mich so langsam. Die sind, glaube ich, zu groß, weil das Problem ist, so rollen kann man sie schon mal das nicht. Das Problem ist, glaube ich, wenn die so groß sind, dass die dann außen schwarz sind und innen halt noch so überhaupt nicht gegart. So wie wir es mögen, ja. Genau. Mir ist das egal, ich esse das ja sowieso. Außen verbrannt, innen gefroren. Auf so eine rohe, eingeweichte Kichererbse rumzukauen, das ist dann auch irgendwie... Die hat Falafel sind aber drei Stunden lang eingespeichert, deshalb ist die schön weich. Aber Falafel sind aber übrigens eine echt richtig geile Sache. Also schau mal, wie geil es geworden ist. Mit so einem geilen Hummus drauf in so einem. Erklär doch mal ganz kurz Hummus. Hummus? Ja, du schwärmst immer von Hummus. kann man viele Witze draus machen. Aber genau, wir werden uns wiedersehen, der Hummus und wir. Aber später. Ist das eine Drohung? Hummus ist im Prinzip Kichererbsen püriert mit Sesampaste, also mit so Tahina, also mit so. Und das wird dann gewürzt mit Zitronensaft und Salz und so. Ja. Und das ist so ein bisschen, wie soll man das sagen? Also in Deutschland würde wahrscheinlich irgendwer vom Schweinsbraten seiner Mutti schwärmen. Ne? Und in Italien von der Pasta von der Nonna oder so. Ne? Ja. Und in Israel, glaube ich, ist Hummus der heiße wird Scheiß. Jede Frau gemessen von jedem Mann an der Güte ihres Hummus. Also beziehungsweise ist der Hummus so gut wie bei Mama. Weil das ist halt da so eine heilige Geschichte. Also da ist auch wirklich so wie bei uns eine Pommesbude oder Imbissbude, so gibt es da halt die Hummusbuden. Alles klar. Und jeder hat ihr eigenes Rezept und ihren Spezialkram und so. Aber Hummus ist echt eine geile Sache. Also, was ist jetzt? Aber bitte nur frisch gemacht. Das Zeug, was man im Glas kaufen kann, geht halt gar nicht. Was ist denn jetzt so rein sprachlich Falafel? Ist das die Pampe oder sind das die Bällchen, die dann frittiert sind? Soweit ich das weiß, sind das die Bällchen, die dann frittiert sind. Okay. Also Falafel ist halt einfach diese frittierten Kichererbsenbällchen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass das hier unsere allererste Kochshow ist und die erste Folge von Zucker und Salz, sieht das, was wir jetzt hier vor uns stehen haben, schon mal ganz schön geil aus. Und schmeckt auch gut. Musste auch klappen, du hast ja das passende T-Shirt da. Ja, natürlich. Ich habe, ich weiß nicht, ob es irgendwer gemerkt hat, mein Leroy Jenkins Gedächtnis-T-Shirt an mit der Hähnchenkeule im Bild, denn... Alisa got chicken. Ja, und der andere hat den Knüppel in der Hand. Waren wir nicht so geil, oder? Nee, Knüppel auf den eine Sache müssen wir ja noch machen. Wir brauchen natürlich jetzt nachher noch unser Brot. Unser Teig ist hier die ganze Zeit munter für sich hergegangen. So eine Studio-Umgebung ist übrigens auch super für so einen Hefeteig, weil die Scheinwerfer, hier herrscht ungefähr eine Temperatur wegen der Scheinwerfer, in der sich so ein Hefeteig ganz besonders wohl fühlt. Deswegen haben wir auch keine Hose. Genau, hier müssen wir nachher einfach mal so ein bisschen, hier nehmen wir nachher noch so ein bisschen Mehl, ne? Hauen das da drauf und dann habe ich auch den Knüppel. Wird das jetzt mal so richtig dünn ausgerollt nachher, ne? Aber das machen wir nachher, wenn die Leute kommen. Ansonsten haben wir unser Fleisch, das wird nachher noch klein geschnitten gebraten. Wir haben unsere Soße, wir haben unsere Falafeln, die werden gleich noch frittiert. Ansonsten, wenn das Brot fertig ist, einfach Fleisch rein, Soße drauf, alles drauf. Oh, und? Und jetzt kommt's nämlich. Scharf drauf, ja. Haben wir unseren Döner mit allem und scharf. Weißt du, was so fehlt? Haben Falafel, oh, genau. Und bevor wir jetzt die Brote ausrollen,
machen wir uns Bier auf. So schaut es nämlich aus. So lange, ich das, bis die Leute das haben wir uns jetzt auch verdient. Das heißt, später kommen dann die Leute hier an und die können dann wirklich so sagen, ich hätte gerne einmal hier einen Döner, ich hätte einen Falafel und mit dem... Ich hätte gerne eine Falafel ohne Zwiebel, aber scharf. Genau. Ich muss schon mal so ein kleines Zwischenfazit, ich muss ganz ehrlich sagen, also erste Folge, das hat schon mal richtig Laune gemacht. Auf jeden also Fall. Das, was wir erreichen wollten, nämlich, dass das echt Bock macht zusammen, haben wir schon mal geschafft. Ohne Witz, das war echt geil. Und jetzt freue ich mich auf den Abend. Danke, dass du dabei sein darfst. Ja, danke, dass du da bist. Und sag mal, vielen Dank für die Hilfe. Ich was. Ja. Prost, und ich bin echt gespannt. Wird eine geile Party. Mhm. Essenschlacht ist geschlagen. Bäm! Hat alles wunderbar geklappt, aber der High-Five war scheiße. Ja. Bäm! Den Leuten, der war schon wieder scheiße. Na, mal jetzt scheiß drauf. So, na, da haben wir den nicht. So, das gibt's doch nicht. Es ist ja wohl schnell. Jetzt! Ja. Den Leuten hat's geschmeckt und es ist quasi alles weg. Also ja, fast bis, alles auf, bis auf einen Falafel, den nageln wir uns an die Wand als schöne Erinnerung für unsere erste Kochshow. Ja. In der zweiten Kochshow machen wir Pizza und Pasta. Das gibt's da drüben. Das ist auch eine super Folge geworden. Oben könnt ihr abonnieren, unten könnt ihr kommentieren. Ihr kennt das Spiel. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.